Ihr wollt wissen, warum ich eine Atombombe in der Hand halte? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wie ihr hört, ich bin immer noch erkältet, also heute wieder eine kurze Nummer. Ich habe hier unten ein klein bisschen. Also die 10 hatten wir ja schon und da 5 und dann habe ich die restlichen da noch hingesetzt. Das heißt, wir haben 40 Stück tatsächlich hier reingekriegt und haben noch Platz da hinten. Und es wird mir immer dazwischen gequatscht. Wegen dem Eumel. Den holen wir uns jetzt gleich. Was wir machen, wir kümmern uns darum, dass der Quatsch hier wegkommt. Den brauchen wir nämlich nicht. Genauso machen wir das. Da vorne irgendwo, da sind die Dinger. Also hier ist eine ganze Menge an bösen Kack, den wir nicht wollen. Was nervt das denn? Ja, und wir schließen die an, weil den Wasserturm habe ich auch schon mal vorbereitet. Also wir haben 8 Speicher. Wir haben 8 Leitungen, die hingehen. Wir haben 8 Leitungen, die darüber gehen. Wir haben Strom hier rüber gebracht. Also 4 Leitungen sind hier innen reingequetscht. Und 4, also jeweils als 2-2 an den Seiten. Hinten geht das runter. Zeige ich euch vermutlich nachher nochmal. Ansonsten beim nächsten Mal. Gucken wir mal, wie wir halt bekommen. Was wir dann noch brauchen, sind Pumpen. Die habe ich noch nicht gemacht. Und die ganzen Leitungen hier. Aber als erstes habe ich mir gedacht, einmal runter, wenn wir schon hier sind, dann gönnen wir uns auch ein bisschen Spaß. So. Dann gucken wir mal. Treffe ich da hinten oder? Oh ja, der ist relativ gut. Reicht eine, um hier alles wegzumachen, oder brauche ich mehrere? Weil eigentlich würde ich behaupten, wir brauchen da ein paar mehr. Ich würde jetzt sagen, wir brauchen da nochmal eine. Wir brauchen bestimmt hier zwischen nochmal eine. Also so ungefähr. Ich ziehe mal auf den, dann müsste das ungefähr dazwischen landen. Und ich ziehe mal auf den Kollegen. Dann landet das bestimmt zwischen den beiden, die da liegen. Oder auch nicht. Gucken wir mal, was passiert. Ich sag mal, so ist alles weg. Oder? Oh ja. Ich harveste ja gleich. Eieieiei. Ein bisschen anstrengend, der Kollege. Also die Kollegin. So, und runter. Ach ja, wir mussten ja sowieso hier Kalkstein rüberbringen. Ich hab das mal hier auf dem Förderband gepackt. Das geht auch dahin. Da kann man so ein bisschen sehen. Ja, also, da kommt der Spaß dann von oben runter. Und wir können damit arbeiten. Wunderbar. Könnt ihr überlegen, ob ich... Wo haben wir ihn? Da vorne, der hat ja auch Kalkstein. Wie viel haben wir denn hier überhaupt drauf? Und wie viel brauche ich überhaupt nochmal? Moment. 480 kommen hier raus. Ich brauche einen Kalkstein. Hm? 533. Das heißt, ich könnte mir das andere Band einfach hier... Okay. Einmal rüberlegen. Hier drauf, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wie ich das jetzt von da wieder irgendwie vielleicht doch mit da oben drunter kriege. Das wäre ja doof. Dann gehe ich hin, ziehe einmal von da hier rüber. Damit drauf, geht dahin. Ist ein etwas längerer Weg, aber shit egal. Bei der Menge, die wir brauchen, kein Thema. Schlimm wird der. Aber da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber. So. Jetzt wäre mein Vorschlag. Wir fangen an mit... machen wir schön auf so einen hier. Wir fangen an mit den Kollegen. Jetzt einen dahin, weil das ist hier wunderschön. Wir haben 10 Stück.
Und 5 bilden genau eine 600er Leitung. Kennen wir ja das Thema. Alles super. Muss ich mir nur Gedanken machen, wie ich das so anschließe, dass die andere Leitung sich dann nicht so blöd anstellt. Wir machen das so. Dann haben wir da keinen Konflikt. Packe ich jetzt den auch auf die Seite? Wird eigentlich Sinn machen, weil alle anderen Leitungen eher von da kommen. Dann kann ich die nach und nach da reinteilen. Ja. Ja. Ihr versteht mich, oder? Also wenn ihr mich versteht, dann Respekt. Ich vertue ich das nämlich selber nicht. So. So, haben wir das? Wunderbar. Wollt ihr euch eigentlich angucken, wie ich jetzt hier die Dinger langziehe? Oder soll ich das auch ohne euch machen? Wir packen jetzt hier die Pumpen drauf, planen das nur ein bisschen. Weil ich glaube, ihr traut mir mittlerweile zu, dass ich 5 so Teile auf eine Leitung legen kann. Ich glaube, das würden wir so machen. So, das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, der Motor an. Okay, vielleicht machen wir auch. Wir planen erstmal durch, wie wir die Leitungen haben wollen. Weil der schlimmste Teil davon ist letztendlich, muss da einen dran machen. Müsste auch nicht klappen so. Ich will das nicht haben. Jo, das klappt. So. Dann haben wir das, weil der untere kommt ein bisschen blöd hier unten aus. Jetzt mal den da. Jo, geh du mal eine Runde galoppieren. Alles gut. Wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, machen wir das mal eben hier fertig. So. Den dahin. Den dahin. Dann haben wir die Anschlüsse auch schon mal. Wir hätten das hier eigentlich auch genauso machen können. Guck mal. Geh mir nicht auf den Senkel, sonst springe ich dich weg. Nein, nicht dahin. Nochmal. Hier hin. Das ist. Irgendwie viel besser. So. Dahin und du. Das heißt, du gehst dort dran, du gehst dort dran. Wunderbar. Ist ja. Ist der hin? So. Ich habe ihn gewarnt. Er hatte eine faire Chance. Ach ja, ich musste vorhin, damit ich das machen kann, hier Munition holen. Da habe ich dann unsere Produktion von den Montageleitsystemen da hinten doch mal wieder angeschaltet. Weil irgendwie alles voll war. Ich habe mir gedacht, mach einfach mal. Wenn es voll läuft am Ende, egal. Dann machen wir den ganzen Spaß hier umsonst, aber egal. Ihr habt wenigstens gesehen, wie man so eine große Fabrik aufbaut. Ist doch auch schön. Alternativ auch, wie man es nicht macht. Also das könnt ihr euch jetzt aussuchen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier auf der Seite. Da haben tatsächlich 5 hingepasst. Das hat geklappt. Die Seite jetzt nicht so. Da haben nur 2 hingepasst. Dafür da hinten aber 3. Das heißt, wir packen die 3 mit den 2 zusammen. Und die 5 sind wieder einzeln. Wir machen jetzt den Spaß so.
1, 2. Noch da ein. Und. Ja, so passt. Von hier aus. Na komm. 1, 2. Passt, oder? Ja. So, dann haben wir das schon mal hier. Den Kram soweit. Wie machen wir das? So sollte das passen. Die könnte es gleich ein bisschen eng werden. Aber die müssen wir sowieso anders legen. Da haben wir jetzt eigentlich. Okay, wir haben also dafür einen Plan. Für die 5 hier. Müssen wir hier gucken. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja praktisch. Die funktionieren ja super als eine Einheit. Das heißt, wir ziehen euch einfach hier hin. So, dann wollen wir einmal hier hin und gehen direkt in den rein. Das heißt, im Idealfall machen wir. Gut, dann haben wir hier drauf. 1, 2, 3, 4, 5, bleiben hinten zwei über. Auch schön. Da kann man doch bestimmt mitarbeiten. Das heißt, im Idealfall setzen wir den Kollegen einfach hier neben. Und du gehst in die Richtung weg. Das ist doch auch wunderbar. So, wir stellen dich hier neben. Und du gehst oben rein. So, damit hätten wir auch hier die nächsten 5 schon mal. Entschuldigung, die nächsten 10 schon mal zusammen. So. Da muss ich. Ich glaube, die schließe ich aber jetzt eben an. Weil, also, das kann ich mir alles noch merken. Aber hier muss ich aufpassen, oder? 1. Gucken wir mal. 2, 3, 4. 5. Und es bleiben 2 über. Der andere hätte sich mal ein Beispiel an ihm hier nehmen sollen. Der ist ganz gechillt. Ja, ja, jetzt. So. Ihr zwei. Ihr kommt her und geht hier raus. Ihr kommt 1, 2. Der hin. So, so. Und dann haben wir die 2 zusammen. Und jetzt, ich wusste doch, hier waren noch irgendwo so böse Viecher. Hallöch. Böse Viecher. Das ist die falsche. Praktisch. War die falsche Taste. Der Radius ist größer, als ich gedacht habe. Aber auch nicht so riesig. Ja, machen wir weg. Okay. Nein, nicht erst aktivieren, sondern erst schmeißen. Tschüss. Und da müssen wir ein bisschen weiterkommen.
gehen mir nicht mehr auf den Senkel, das ist schön. Drei habe ich gesagt, ne? Eins, zwei. Oh, hier steht aber auch nicht perfekt hier. Diese zwei mit den dreien. Ja, das ist einmal blöd hier mit einem. Ich habe hier vorne noch gar keinen Lebensgesetz, sehe ich gerade. Stimmt, weil ich von da vorne irgendwie kommen muss. Da muss ich nochmal gucken. Da sind die lustigen Eier, die machen wir gleich auch weg. Okay, diese drei zusammen. Das heißt, hier hinten müssten noch fünf stehen. Wiederum nicht so cool. Weil, also es war ziemlich genau dazwischen. Nur einen wegkriegen, das war dann doch ein bisschen schwach. So, also wir müssten hier noch fünf haben. Wenn ich richtig gezählt habe. Eins, zwei, drei, vier und da hinten sind nur noch fünf. Okay. Also, dass es so gut aufgeht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, die fünf plus die fünf werden alle nach da gelegt. Das ist ja optimal. Was sagt eigentlich unsere Zeit? Wo ist mein OBS? Ja, unsere Zeit sagt, ist ziemlich gut. Okay, das heißt, ich werde jetzt wieder ohne euch bis Freitag den Spaß hier verbinden. Also die fünf darum gehen lassen, die fünf darum gehen lassen. Und wir gucken uns noch das Autosave an. Ja, und dann schließe ich die da auch noch an, pack ein paar Pumpen drauf. Und ja, wenn die Pumpen drauf sind, dann müsste der ganze Spaß auch reichen, um darüber zu kommen. Wobei, also ich würde gerne zwei Pumpen setzen, weil ich glaube, dass das nicht reicht. Das müsste etwas mehr als diese 50 Meter Headlift sein, die ich hinkriege. Ich glaube, es sind sowas um die 60 oder so. Also wahrscheinlich ist das einmal hier drauf eine Pumpe und einmal irgendwo in der Mitte von dem ganzen Zeug nochmal Pumpen hin. Vielleicht, oh, ich glaube, da ist eine gute Stelle. Dort. Auf Höhe von dem Kabelverteiler. Muss ich da nochmal abzweigen, zwei 7er hinsetzen und dann kommen da Pumpen innen wie außen. Aber das gucke ich mir entsprechend an, wenn ich Pumpe gesetzt habe. Kann ich eigentlich? Gucken wir uns das mal eben an. Bis wohin geht die denn? Da, okay. Man sieht nicht die ganze Strecke. Wie sieht es denn da aus? Okay, da oben sieht man den Punkt. Er ist fehlt genau. Moment. Ich kann das nicht. Also das ist mein maximaler Headlift. Mir fehlt genau ein Sonnenfundament. Das ist echt... Das ist unangenehm. Das heißt, wenn wir da irgendwo dran kriegen, in der Höhe, dann ist das alles kein Problem. Ich hatte ja auch vorsichtshalber mal 16 Pumpen eingeplant. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.